Außerhalb vom Wasser. Doch schon aufpassen. Alter, war knapp. War knapp. Komm, lass mich an die Fahnenstange. Komm, lass mich an die Fahnenstange. Alter, lass mich an die Fahnenstange. Easy. Prost auf dein Wohl, mein Freund. Servusler zum Let's Play Easy's Mario Space Begin Level 1.1. Wir machen hier weiter mit den Leveln vom Easy. Wie ich schon erwähnt habe, Mario Space Begin 1.1 scheint eine ganze Level-Serie zu sein. Hat er sein eigenes Spiel kreiert. Sowas finde ich witzig, sowas finde ich interessant. Sowas finde ich gut, gefällt mir. Schlüssel? Aha, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit dem allerdings auch nicht. Mit dem Knoten in der Optik habe ich jetzt allerdings auch nicht gerechnet. So, jetzt müssen wir da runter. Jetzt brauchen wir den mit Sicherheit hinten irgendwo. Komm, geh weg. Das nächste Mal in Koopa rein, oder was? Waluigi! Da unten ist die Schlüsseltür. Für was ist die? Bonusraum? Wir haben das Level geskippt, oder was? Interessant. Also, wer den Schlüssel nicht findet, muss da normal durch. Aber es scheint nicht sonderlich schwer zu sein. Ist hier auch Level 1.1. Interessant. Ja, so Serien finde ich gut. Gefällt mir. Ja, man braucht nämlich keine 100 Mario-Herausforderungen und so Schnickschnack. Weil die eigenen Level-Ersteller, die Community, viel bessere Level zusammenzimmert, wie das, was die Welt da draußen so macht. Easy's Mario Space Begin 2.1. Müsste jetzt in 1.2 kommen. Keine Ahnung, 30,23%ige Abschlussrate. Natürlich ist Prince Homer wieder in the house. Easy's Mario Space Begin 2.1. Und? Ah, wir sind der klassische Mario mit der blauen Latzhose. Obst, geflügelte Piranha-Pflanzen. Ich muss da runter. Darauf. Oder wäre die Feuerblume gewesen? Da wäre die Feuerblume gewesen. Und wir bleiben der Mario. Wir bleiben der lustige Mario. So. Immer noch der Mario in der blauen Latzhose. Aha. Okay. Halt, wir müssen nach unten. Gehen wir mal nach unten. Ach, das war's schon. Scheint ziemlich einfach zu sein. Bin gespannt, ob der Schwierigkeitsgrad höher wird. Vermute ich mal in den höheren Leveln. Wäre ja nur logisch. Komm, mach hin. Ladereifen, Arsch. Na komm. Easy Laderei. Easy's Mario Space Begin Ghost One. Ghost One. Aha. 52,32%ige Abschlussrate. Interessant. Das heißt, mehr als die Hälfte haben dieses Level geschafft. Dann dürfte Dorsten auch kein Problem damit haben. Werden wir ja gleich sehen. Meistens kann ich ja in den leichteren Leveln schneller ab, wie in den schweren. Ah, Super Mario Bros. 3. Der Ganzkörper-Tanuki-Anzug. Ups, geh weg. Der Bodengeist. Wir bleiben der Tanuki. Und nach unten. Aha. B-Switch-Tür. Ab durch die B-Switch-Tür. Und weiter geht's im Text. Zieh nach unten. Und das war's schon. Die Level scheinen wirklich ziemlich kurz zu sein. Ziemlich kurz. Na, dann kriegen wir wenigstens einen Haufen in den Part hier rein.
Komm, lad. Mensch, die Laderei nervt. Die Laderei nervt. Vor allen Dingen jetzt zu so später Stunde ist die Internetleitung schlechter wie unterm Dach, verstehe sowieso nicht. Aber hier im Dorf ist sowieso alles anders. Easy's Mario Space Stairs 1-2. Was ist denn Stairs? Kein Plan. So gut ist mein Englisch nicht. Oder ist das ein Schreibfehler? Heißt es Stars? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. So Mario Bros. 3 Style. Und schub ich weg. Laufbahn des Todes. Laufbahn of Doom. So, jetzt ein bisschen mehr Schmackes. Jawohl. Und darauf und darüber. Und bin ich hier richtig? So, noch weiter rauf. Nein, hier ist nichts mehr. Laufband. Aha, 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 aha. Check the point. Mein Freund, check the point. Ups. Okay. Okay, okay, okay. Nein, ich will auf dem Blauen bleiben. Ich will auf dem Blauen bleiben. Wah. Setz darüber. Darauf. Was sind die Notenblöcke? Die sind ja total sinnlos. Aha. Aha, aha, aha. Und das war's schon wieder. Ups. Ups. Wo ist das Ziel? Da ist das Ziel. Okay. Extrem kurz. Extrem kurz das Ganze. Dann rotzen wir das Ganze hier in einem Part runter. Auch recht. Auch recht. Ist es heute länger? Lädt es heute länger wie sonst oder bilde ich mir das ein? Oder liegt es daran, dass die Level so kurz sind, dass mir die Ladezeiten so lang vorkommen? Ich weiß es nicht. Easy's Mario Space Submarine 2-2 Unterwasserlevel. Nein! Aber 68,96% Abschlussrate. Mario Space Submarine. Nicht der Yellow Submarine. Kann ich da durch? Nein. Also muss ich runter an den Cheep Cheeps vorbei. Da ist der Wiggler. Der Lockenwiggler. Ich mag ihn nicht. Wo geht's hin? Wo müssen wir hin? Was muss ich tun? Komme ich da rein? Vermutlich nicht. Ich komme auch hier nirgends rein. Und schon wurde ich getroffen. Idiotischerweise. Liegt daran, dass ich hier so schnell durch möchte. Aber hier liegen überall Feuerblumen rum. Das ist ja mal nett. Und hier kommt schon wieder das Levelende. Echt? Das war's? Das war's? Wird immer einfacher. Wird immer einfacher, sagt der Doschen. Und schon kriegt er eine auf den Sack. Diese Knochenfische. So, schon sind wir im Ziel. Und schauen uns das nächste Level an. Ja, in der Zwischenzeit muss ich mir noch schnell ein Seidler aufreißen, weil das nächste schon wieder leer ist. Verdammt. Die gehen hier heute weg wie warme Semmeln. Easy. Prost. Lecker, lecker. So, schauen wir uns das nächste Level an. Das nächste Level, das sich da nennt... Easy's Mario Space Up and Down 3-2 And up and down And up and down. Oh, 18,94% Abschlussrate. Jetzt geht die Rate aber gewaltig nach unten. Jetzt wird's hier schwerer. Sehr schön. Ist hier was? Ja, Easy's Hinweis. Münzen. Noch mehr. Danke, Ranke. Oh, ist da was drin? Aha, Feuerblume. Ein Traum. Ein Traum, Leute. Manchas. Klassisches Super Mario Bros. 3 Level. Gefällt mir. Verdammt, ich wollte genau in die Mitte rein. Hat nicht funktioniert. Kasper ist aufgestanden. Kasper ist wach geworden. Verdammt normal. Check the point. Soll es hier mancher. Alter, leck mich am Arsch, war das knapp. War das knapp.
So. So. So, ich sollte vielleicht mal gucken, ob ich hier irgendwo rein kann. Ach, wenn ich einen Schlüssel hätte. Wenn ich einen Schlüssel hätte, könnte ich da durch und käme da unten wieder raus, oder? Lustiges, kleines, nicht allzu schweres Level. Na komm, mach hinne. Mach hinne. Dim, 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 dim. Hat es einen Grund, warum du so eine Serie erstellt hast? Ist es für irgendeinen Let's Player gewesen oder für irgendeinen Contest oder sowas? Irgendeine Challenge oder irgendwie? Hast du da bei einem Wettbewerb mitgemacht? Easy's Mario Space Castle 4-2. Vielleicht hat ja jeder diverse Level erstellen müssen. 52,77. Was weiß ich, irgendwelche anderen haben 4-1, 4-2 und 4-1, 4-3 und 4-4 erstellt und der Easy musste 4-2 erstellen. Ich habe keine Ahnung, aber so könnte ich es mir vorstellen. Für irgendeinen Contest. Für irgendeinen Contest macht der Easy Content. Hauptsache Anglizismen. Komm, geh hoch. Warten wir, hat er irgendwas von einem Automatik-Level hier das Ganze. Aber jetzt müssen wir uns selber bewegen. Bewegt deinen Arsch, Mario. Check the point, mein Freund. Und Bowser Junior, der braucht bestimmt eine auf den Sack. Komm, werde groß. Werde groß, mein Sohn. Wursch. Wollt ihr abhauen? Oh, da kommt auch der Papa. Papa Bowser ist auch dabei. Verdammt. Feuerlanze hat mich getroffen. Die Feuerlanze da oben an der Decke. So, kommt es jetzt zum Endkampf gegen Bowser Lauser? Nein. Ich muss durch die Peaswitch-Tür. Und komm wo raus? Hier oben. Uah. Verdammt. Aber hier gibt's das und hier gibt's das und... Hä? Wie komme ich da rauf? Hä? Wie komme ich da rauf? Muss ich das verstehen? Hä? Wie mache ich das? Kommt was aus der Röhre? Jetzt bin ich gleich tot, oder? Nur eine Feuerblume? Ach, ich muss da unten runter, ich Idiot. Mann, bin ich ein Depp. Mann, bin ich ein Depp. Für was der P-Switch? Die kommen noch nicht mal runter. Gar nichts. Okay. Spielerei. Alles klar. Na gut. Haben wir ein bisschen habe ich mich wieder ein bisschen dumm angestellt. Habe ich nicht gleich gesehen, was der Easy von mir wollte. Kann passieren. Ja, das kommt davon, wenn man blind auf beiden Augen ist. Und trotzdem hier einen auf Let's Player machen möchte. Passiert es, passiert durchaus. Wenn es geladen hat, gucken wir uns das nächste Level an. Vielleicht. Wenn es geladen hat. Wenn es lädt. Aha. Das nächste Level, Easy's Mario Space Bridge 1-3. Was war denn das andere hier? 1-2, 1-1, 1-2, 1-3. Spiele ich sie in der falschen Reihenfolge, oder? Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich spiele es einfach so, wie du sie hochgeladen hast. Dann passt es schon. 22,03%ige Abschlussrate. Schauen wir mal. Easy's Mario Space Bridge 1-3. Super Mario World Style. Kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor, das Ganze hier. Kenne ich irgendwo her. Wo habe ich das schon mal gesehen? Verdammt. Oh, knapp. Oh, verdammt, hat er mir meinen Helm genommen. Das Stachi. Stachi-Schwein. Oh, Riesenfeuerland. Oh, verdammt. Oh, ich hätte oben rauf müssen. Alles Klärchen, Wunderbärchen. Mal voll abgekackt hier. Was soll's? Stirb!
Stirb, stirb, tausend Tode. Und, treffe ich ihn? Jawohl. Skill, Skill. Meine Bowling-Skills ausgepackt. So. Mit dem Glück kriege ich den. Jawohl. Ha. Dieses Mal geht's oben lang. Ups. Interessant. Interessant. Das war doch jetzt hier gerade, wo wir gestorben sind. Genau, hier ist Check the Point. Was ist das hier, eine Rücksetztür? Nein. Eine Feuerblume, die nehmen wir doch gerne. Die nehmen wir doch gerne. Oh, jetzt sind wir woanders. Da rein? Alles klar, mach mal glatt. Interessantes Level. Gefällt mir. Aha, aha, aha. Okay. Oh, Ranke. Die Ranke nach unten. Die Danke, Ranke. Danke, Ranke. So. Und hier auch wieder Ranke. Jawohl, das Rankenspielchen. Danke, Ranke. Ach, und hier ist schon das Ziel. Komme ich oben drüber? Es ist ein Checkpoint am Ziel. Wozu ein Titel? Aha. Muss ich das verstehen? Muss ich nicht, oder? Für was ist der Checkpoint am Ziel? Wer ist denn so dumm und stirbt da? Für was? Für was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber kann man ja mal machen. Kann man ja mal machen. Bekommst du den Stern fürs? Kann man mal machen. Und dann beenden wir hier das Level. Und schauen uns das nächste an. Mensch, in diesem Part kriege ich ja unzählige Level rein. Da wird die Videobeschreibung, die wird wieder ends lang mit tausenden von IDs. Komm, geh nach oben. Easy's Mario Space. 30er Run. Hä? Was 30er Run? Was ist der 30er Run? 2, 3. Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Ach, ich verstehe schon. Das sind die Sekunden, die man Zeit hat. Ist ja gemein. Ups. Rauf, rauf, rauf. Notenblöcke. Ups. Rüber. 18, 17. Ups. Ups. Komm, mach hinne. Mach hinne. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Komm, mach hinne. Da ist das Ziel. Ups. Wäre nochmal Schlüssel gewesen für die kleine Spielerei hier. Jetzt bin ich gespannt. Bin ich gespannt, wie es auch schon mit dem Weltrekord. Ich war ja ziemlich schnell. Mit Sicherheit waren andere schneller. Alter, 2 Sekunden sogar. Hammer. Hammer, Alter. Hammer. Mit Sicherheit der Prince Homer. Mit Sicherheit war es der Prince Homer. Er ist ein ziemlich schneller Schlingel. Der Prince Homer. Hä? Ziemlich schnell. Easy is Mario Space into Sea. 3-3. Ein Schiffslevel. 37,03% Abschlussrate. Ein Schiffslevel. Da bin ich mal gespannt. Im. So Mario World Style. So. Verdammt. Verdammt, verdammt. Und da runter. Erinnert mich an den Hack, den ich mal gespielt habe. Und schon sind wir im Wasser und schon ist die Erinnerung wieder weg. Wie ausgelöscht. Ich mag keine Wasserlevel. Was muss ich jetzt tun? Den Schlüssel suchen. Da ist er. Da ist er. Wickler, der Lockenwickler. Gib mir. Der Lockenwickler will mir das Haar krümmen. Check the point im Wasser, mein Freund. Ist abgesoffen. So, Cheep Cheep, Gigando Cheep Cheep. Oh, Gigando Knochenfische gehen ja bloß weg, Alter. Ey, ihr habt doch einen an der. Ey, ihr habt doch einen an der Latte. So. Aha. Ah, hier geht's nicht rein. Ist da ein Ding jetzt drin? Na, eine Clownskutsche. Ich dachte jetzt ein P-Switch. Ich dachte jetzt ein B-Switch.
Na komm, geh in die Clownskutsche. So ein braver Mario, geh in die Clownskutsche. So, mach Bumm. Mach Bumm. Du sollst doch Bumm machen. Komm schon. Etza. Jawohl, und die Feuerblume und das Blubberkillen. Die Blubberkillen mitsamt ihren Kindern. Ja, die kleinen Kalamaris mag ich sowieso am liebsten. Ja, Meeresfrüchtepizza. Heiligeili, Frutti de Mare. Frutti de Mare. Bowser, alte Lause. Irgendwie kommt mir das so bekannt vor hier. Ich kann es aber nicht einordnen. Muss ich Bowser jetzt bekämpfen? Muss ich ihn töten? Und wenn ja, warum? Ist er jetzt tot? Ja, er hat den Schlüssel, oder? Nee, der liegt hier rum. Hätte ich mir das sparen können, das Ganze. Na gut. Na gut, hinterher ist mir immer schlauer, das wisst ihr ja. Muss ich jetzt in die Röhre? Jawohl. Hinterher ist mir immer schlauer. Außerhalb vom Wasser. Doch schnaufpassen. Alter, war knapp. War knapp. Komm, lass mich an die Fahnenstange. Komm, lass mich an die Fahnenstange. Alter, lass mich an die Fahnenstange. Easy. Prost auf dein Wohl, mein Freund. Hammer. Doch, das mit den Laufbändern hinten an der Fahnenstange, das finde ich ja witzig. Das ist gemein, aber klasse. Gefällt mir. So, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit für 1, 2, 15 Level vom Easy. Komm, mach hin hier. Mach hin hier. Easy's Mario Space Coin House 4-3. 14,11%ig Abschlussrate. Super Mario World Style. Coin House. The coin is in the house. Aha. Okay. Oh, da hinten ist ein Fragezeichenblock. Nämlich Feuerblume. Komme ich nicht mehr hin? Komme ich da nicht mehr? Doch, es geht. Es geht. Wo muss ich eigentlich hin? Wo muss ich schon hin? Wo muss ich schon da hin? Oh, bin ich ja Depp. Aber hier geht's rein. Mir wieder treffen lassen, sinnlos. Ach, hier gibt's keine Feuerblume mehr, das ist ja gemein. Wirst du wieder geizig, Easy? P-Switch? Für die P-Switch-Tür. Oder geht's da oben auch lang? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ich bin jetzt hier wieder am Anfang. Ist ja lame. So, wo müssen wir jetzt hin? Oh, da buhu. Ich muss da runter, so wie es aussieht. So wie es aussieht. Kein Notenblöcke. Hotheads. Jetzt da rauf. Ups. Komm, genau auf, Mario. Genau auf. Oh, geh halt auf. Alter, geh halt auf. Verdammt. Oh, buhu. Da buhu, wie man an der Bäme. Da buhu. So, oh, check the point. So, im Schnellverfahren. Wo geht's hier lang? Ah, jetzt müssen wir hier bomben. Wir müssen bomben. Nein, nicht so. Komm, mach Boom. Komm, jetzt da schon durch. Müsste reichen, jawohl. Da geht da rein. Geht da rein. Witzig, wie er so kleine, unscheinbare Fallen baut, damit man hier und da nicht reinkommt. Finde ich witzig. Geht's da eigentlich rein? Nein. Okay, wir müssen nach oben. Notenblöcke. Was ist da hinten dran? Ist da was dran? Nein. Sieht nur so aus. Alles klar. Okay. Bahnen wir uns den Weg weiter nach vorne. Ich habe keine Ahnung, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich vertraue einfach mal den Pfeilen. Aha. Notenblöcke. Da runter. Oh, Speed. Ups. Check the point.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe im Kreis. Aha, ist ja interessant. Es können zwei Items aus derselben Röhre kommen. Ist ja noch viel interessanter. Wie viel brauchen wir denn da? Komm, dumme Nummern her. Jawohl. Das waren sie. Oh, ein Stern. Na komm, lass mich durch. Lass mich da durch. Lass mich da durch. So, gucken wir mal ab durch die Röhre. Du guckst in die Röhre immer. Oh nee, Sternmünzen gesammle. Um einen... Oh. Verdammt, Alter, ist das mies. Gar keine Chance, dich zu verstecken. Ja, gemein. Ha! Geschafft. Geschafft. Sehr schön, sehr schön. Dieses Level war richtig gut. Das war richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, wird noch schnell gesternt und dann beende ich den Part, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Na komm, mach hin, Lade. Daumen nach oben, tut nicht weh. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Euer Doschten.